wie geht's? Frag nicht. Wieso? Ist irgendwas? Nein. Wenn man irgendwas ist, doch. Du hast ja einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Ja, und warum, weiter? Jungs? Sag mal, kennt ihr den schon? Kommt eine Blondine in den Buchladen. Ja. Den könnt ihr ja nicht kennen, das ist ein ganz neuer Blondine, kommt im Buchladenwitz. Du, Ludwig, ist gerade ein bisschen ungünstig, okay? Ja, der ist echt gut. Und? Was hat sie gesagt? Ist irgendwas? Nix. Lass dich überraschen. Entschuldigen Sie. Nein, danke, wir möchten keine. Wir sind umsonst. Ja, nein, danke, vielen Dank. Ein Geschenk? Er sagt, Sie sind geschenkt. Ja, das habe ich gehört. Ja, dann nimm sie doch. Erik, das ist der älteste Trick der Welt. Ich schenke Ihnen eine Rose, Sie schenken mir 5 €, da fällt kein Mensch mehr drauf rein. Nein, das ist kein Trick. Danke, tschüss. Er meint das ernst, glaub mir. Du bist so naiv. Jetzt nimm sie doch endlich. Okay. Danke. Dankeschön, bitte. Erik, was soll das? Da steckt was drin. Ach, wie süß. Und? Was sagst du? Erik. Hast du ja gesagt? Sophie, brauchst du noch? Nein, brauchst du nicht. Vielleicht. Petunien. Vielleicht heiraten? Vielleicht Petunien, Tina. Ja, danke, danke. Jetzt lass doch mal, die kannst du nicht mehr verkaufen. Natürlich kann ich die noch verkaufen. Würdest du mir jetzt bitte endlich sagen, was passiert ist? Hallo, Erik. Oh, hi. Ja, darf ich vorstellen, das ist, Melissa. Hi. Melissa, Sophie. Hallo. Sag mal, wolltest du nicht mal anrufen? Ich warte schon seit einem halben Jahr. Ja. Ah, verstehe. Ist was dazwischen gekommen, ne? Von mir vergessen. Oh ja, danke. Ja, das ist ja wohl meins. Dabei rauche ich gar nicht mehr. Melissa und ich, wir haben uns im Winter mal kennengelernt. Im Fasching. Und er machte überhaupt nicht den Eindruck, als wäre er in festen Händen. Er ist schon im Aufzug über mich hergefahren. Ja, ich hatte wohl schon einiges getrunken. Das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Es war ein einmaliger Ausrutscher. Es war, wie soll ich sagen, ich war blau. Das glaube ich einfach nicht. Komm, bin ich mal 2 Tage nicht da, da vögelst du mit deiner, du spinnst doch! Sophie, ich hör sie jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe mich echt beschissen dabei gefühlt. Ha, im Aufzug. Was war das überhaupt für ein Aufzug? Ja, der zu ihrer Wohnung. Also, ihr habt es im Aufzug gemacht und dann? Sophie. Und dann seid ihr in ihre Wohnung? Ja. Und wie oft habt ihr es da gemacht? Das ist doch völlig unwichtig. Das ist überhaupt nicht unwichtig. Wie oft? Weiß ich nicht. 3, 4 Mal. 3, 4 Mal? Oh mein Gott, musst du dich beschissen gefühlt haben. Okay, ich hab Scheiße gebaut. Aber es ist natürlich auch völlig idiotisch, dass sie ausgerechnet in dem Moment auftaucht, wo ich da einen Heiratsantrag mache. Findest du? Ich finde, sie kam gerade rechtzeitig. Sophie. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst alles, was wir uns zusammen aufgebaut haben, einfach so wegwerfen, nur weil ich einmal? Ich finde, ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Jetzt mach dieses Auto auf. Das ist unfair. Deine Mutter kann dich nicht leiden und du weißt auch warum. Ich kann sie nicht verdenken. Ich hab eure Katze nicht überfahren. Das war ich einfach nicht. Sophie?
Nils, warte doch. Ich meine, ich weiß doch auch nicht, wie das passieren konnte. Meine Hormone müssen irgendwie durchgedreht haben. Ich bin halt auch nur ein Mann. Ach, weißt du was? Auf diesem bescheuerten Satz warte ich seit 20 Minuten. Natürlich bist du nur ein Mann, aber wehe, eine Frau macht sowas. Sophie, bitte. Und lass uns drüber reden. Hey, was machst du denn da? Mach jetzt keinen Unsinn, ja? Was tust du da? Ich würde mir gerne in Ruhe die Pulsadern öffnen. Sophie, mach keinen Scheiß. Wenn du mich verlässt, ja, das überlebe ich nicht. Sag mir, wie ich das wieder gut machen kann, ja? Bitte, gib mir noch eine Chance. Ich tue alles. Aber weißt du eigentlich, wie weh du mir getan hast? Du machst mir einen Heiratsantrag und im gleichen Moment erwartest, dass du mich betrügst. Ja, genau. Trink was, das wird dir gut tun. Ich kann mich auch ohne deine Erlaubnis betrinken, Erik. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir das angetan hätte? Keine Ahnung. Ich meine, ich wäre natürlich auch sauer, aber es wäre passiert und schwamm drüber. Ja, genau, schwamm drüber. Du verlässt dich doch nur drauf, dass ich es nicht mache. Nein, das tue ich nicht. Das tust du doch. Ich mach dir einen Vorschlag. Was soll denn das für ein Vorschlag sein? Du beichtest es mir das nächste Mal direkt danach. Du hast einmal gut und ich werde kein Wort darüber verlieren. Wie bitte? Ich will einfach, dass du uns beiden noch mal eine Chance gibst und damit du siehst, dass ich es ernst meine. Du hast einmal gut. Das ist doch totaler Quatsch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Du schlägst mir ernsthaft vor, ich habe einmal gut? Ja. Okay. Das ist nicht dein Ernst. Ja, es war ja auch mehr so dahingesagt. So was sagt man nicht einfach so dahin. Mann, so was Kindisches, ich mach schon. Pedro! Pedro! Glaubst du, Sie können meinen Papagei da runterholen? Ja, ja, den kriegen wir schon hin. Bitte. Pass mal auf, gute Frau, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Wenn Sie bei uns anrufen, damit wir Ihren Vogel da runterholen, dann müssen wir das bezahlen. Oh je. Yeah. Eben. Deswegen, nächstes Mal. Dann sagen Sie, da sitzt irgend so ein buntes Viech. Und wenn wir den dann runter haben, na ja, dann sind Sie bereit, den vielleicht in Pflege zu nehmen. Alles klar? Danke. Man kann auch einer Frau nicht einfach einen Freibrief ausstellen. Bei uns ist es was anderes, aber Frauen können mit sowas nicht umgehen. Komm. Sophie ist ja auch gar nicht der Typ dafür. Ach ja? Das scheint dich aber doch ganz schön zu beschäftigen. Das beschäftigt mich nicht. Ich wollte das nur mal loswerden, weil... weil es mich beschäftigt. Hat sie es heute Morgen noch mal erwähnt? Keine Silbe, du. Das hat sie bestimmt schon wieder vergessen. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss die ganze Zeit dran denken. Du willst das wirklich machen? Ich weiß nicht. Oder meinst du, ich sollte? Nein. Weißt du, wenn du Erik eine Chance geben willst, dann nicht mit so einem Quatsch. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen später nach Hause kommen. Wenn du meinst, dass das hilft. Komm. Komm, wir gehen heute Abend ein zusammen trinken. Dann lernst du mal Charlie kennen. Und? Wie war dein Wochenende? Geht so. Wieso geht so? Ist ja nicht nett, dein... Wie heißt er nochmal? Ingo. Ingo. Ja, schon nett. Aber weißt du, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann redet er und redet. Und immer nur von Ingo. Ein Wochenende mit Leo ist netter. Glaub's mir. Das glaube ich dir. Aber? Aber es haben schon so viele Frauen eine das Wochenende mit Leo gehabt. Ich bin nicht so, wie du denkst, Natascha. Wie kommst du nur darauf? Weil ich Augen habe. Eines Tages, Natascha, eines Tages wirst du einsehen, dass du mir Unrecht getan hast. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Ein bisschen Risiko ist immer dabei. Ciao, Leo. Ich muss arbeiten. Weißt du, manchmal kann es schon reichen, wenn man für eine Woche nicht telefoniert und einfach alles vergisst.
Hallo, ihr beiden. Hey, hallo. Gar nicht mit Erik unterwegs? Gar nicht mit Sirenengeheul durch die Stadt? Ja, und was machen wir jetzt? Ja, wir haben was zu besprechen. Schade. Tschüss. Ciao, Tina. Tschüss. Weißt du, bei mir und bei Ina gibt es so eine kindischen Spielchen nicht. Ja, was ist es dann, die große Liebe? Aber natürlich, was sonst? Tina, du kennst den Mann seit 3 Wochen. Ja und? Wenn es der Richtige ist, dann weißt du das sofort. Und wo ist er? Charlie. Ja, hi. Ich muss dir jemanden zeigen. Guck mal, das ist Sophie. Meine liebste Freundin. Hi. Du, ich warte hier schon eine ganze Weile und Ja, wir haben uns ein bisschen verspätet. Ich kann auch nicht mehr so lange bleiben. Wieso? Kann ich dich mal alleine sprechen? Nein, ich habe keine Geheimnisse vor Sophie. Ich kann aber auch gehen. Nein, du bleibst hier. Ja, ich muss weg, weil ich Barbara vom Zug abhole. Ja, ich bin auch froh, dass du so offen bist und mir sagst, dass du eine Verlobte hast. Vergiss den Typen einfach, der ist ein Schwein. Abgesehen davon betrügen Frauen ihre Männer ganz genauso. Aha, das sagt ja genau die Richtige. Du machst es ja noch nicht mal, wenn du darfst. Was soll denn das jetzt auf einmal? Mach ihn fertig. Zahl ihm heim. Hä? Auf einmal? Sophie, wenn du das nicht schaffst, dann bist du... Dann willst du allen Frauen in den Rücken. Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast dich in den letzten 10 Minuten verändert. Das sieht ja toll aus. Erwartest du Besuch? Nein, ist alles für dich. Betsy, es gibt Zucchini-Omelette. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss zum Großmarkt. Oh. Schade. Ciao. Sag mal. Die haben unter 20 Grad angesagt. Und? Naja, ich meine nur nicht, dass dir zu kühl wird in deinem dünnen Hemdchen. Ich pass schon auf. Das heißt doch nichts. Das ist Sommer. Keine 20 Grad. Da zieht die normalerweise einen Pullover an und einen Mantel. Da, wusstet ihr, dass Rudi heute 18 hat? Was ist? Rudi hat heute 18. Hochzeitstag. Sag ihm, wir gratulieren. Was sagt er? Du glaubst nicht, dass ich einen anderen Typen anmachen will? Kann man bei Frauen nie ausschließen. Aber ich finde, du solltest jetzt nicht durchdrehen. Ich finde ja, Rudi muss einen ausgeben. Hat doch mal die Klappe. Gestern warst du doch noch so skeptisch. Skeptisch? Ich hab doch nur gesagt, das scheint dich zu beunruhigen. Und das hast du doch nur gesagt, weil du findest, dass es beunruhigend ist. Leg mir keine Sachen in den Mund, die ich nicht gesagt habe, ja? Leg dich doch nicht schon wieder raus, bezieh doch endlich mal Stellung. Okay. Rechne lieber mit allem. Die Mädels sind heute unberechenbar. Glaub einem Fachmann. Ich hab das Gefühl, das wird ein toller Abend heute. Wer weiß, vielleicht gibt's ja noch eine Überraschung. Hatten wir nicht neulich erst eine Überraschung? Was machst du denn da? Ich mal mich an. Was machen Frauen so, wenn sie ausgehen? Du gehst noch aus? Mhm. Aber ich hab fest damit gerechnet, dass du hier bist. Ich hab zu essen eingekauft. Ich wollte dich überraschen. Oh, es tut mir jetzt leid. Am besten ist, du fragst mich einfach das nächste Mal vorher, okay? Ich komme. Bin gleich fertig. Hallo, Tina. Hallo. Was treibt ihr denn heute Schönes? Ja, was treibt
treiben wir. Wir lassen die Sau raus. Und was heißt das, die Sau rauslassen? Na, so wie ihr Jungs das auch immer macht. Du brauchst nicht zu warten, es kann spät werden. Tschüss. Kommt hier. Kennt sich mit Computern aus? Ja. Ich habe zwei davon zu Hause. Echt? Ist ja Wahnsinn. Tina? Tina? Mhm. Wie geht ihr denn wieder los? Gar nicht. Wie gar nicht? Du sollst mit ihm ins Bett gehen, nicht mit ihm mal reden. Bist du wirklich? Ich weiß überhaupt nicht, ob der lesen und schreiben kann. Ja, dann trinken wir da noch mal einen. Prost. Prost. Weißt du was? Du riechst gut. Und? Ich komme wieder. Sophie! Was machst denn du hier? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Ich dachte, du wolltest kochen. Ich koch doch nicht für mich alleine. Und deswegen kommst du ausgerechnet hierher? Sophie, komm mal mit nach Hause. Du spionierst mir hinterher. Nein. Doch. Du hast mir einen Freibrief gegeben und jetzt hast du Angst, dass ich es wirklich mache. Ich habe überhaupt keine Angst. Du bist doch gar nicht der Typ für sowas. Kann ich vielleicht mal durch? Entschuldigung. Was soll denn das heißen, ich bin nicht der Typ für sowas? Was für ein Typ bin ich denn? Eher so der Typ verhuschtes Hausmütterchen, die sich von ihrem Alten nach Strich und Faden bescheißen lässt. Bin ich der Typ? Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Doch, ganz genau so hast du das gemeint. Sophie. Mein lieber Erik, es freut mich wirklich sehr für dich, wenn du nachts so gut schlafen kannst, während deine Freundin um die Häuser zieht. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mir ein kleines bisschen mehr Sorgen machen. Tina, komm, wir gehen. Was? Wir gehen. Wohin? Komm. Wohin? Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Vielen Dank für den schönen Abend. Komm jetzt. Haben wir Champagner? Stell den kalten Helferlinger. Auf Wiedersehen. Aber... Sie ist dein Hausmütterchen. Hab ich doch gar nicht gesagt. Sie hat das gesagt, als ich das denken würde. Aber egal, auf alle Fälle habe ich es vermasselt. Mann, die war vielleicht sauer. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du ihr nachspioniert hast. Ja, ich habe mich wie ein Idiot verhalten. Ist ja okay, aber was soll ich jetzt tun, ne? Keine Ahnung, was sie vorhat. Ja, das wirst du kaum mehr ausfinden, es sei denn, du engagierst einen Privatdetektiv. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Nein. Es reicht, dass du dich zum Affen gemacht hast. Leo, bitte, das wird mich wirklich beruhigen. Ich meine, du kennst sie. Kannst sie einschätzen.
Was soll ich ihr sagen? Hi, Sophie, ich hab gehört, du willst den armen Erik bescheißen. Ist da was dran? Natürlich ein bisschen intelligenter. Ich meine, du kannst sie erst mal fragen, wie es ihr geht und so. Was weiß ich, irgendwas wird dir schon einfallen. Das funktioniert nicht. Für wen hält dieser Kerl mich eigentlich? Für Mutter Teresa oder was? So, Frau Schönberger. Wen? Das recht so? Weißt du, für mich bist du eher sowas wie. Wie Courtney Love. Hä? Du weißt schon, in jeder Frau steckt eine Schlampe. Hm? Anja, sind Sie schon? Warum lässt du sie nicht einfach raus? Na komm, einer muss dabei sein. Wir telefonieren wegen der Waffe. Telefon. Hallo? Wer? Gibt es einen besonderen Grund, warum du mich treffen wolltest? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich einfach mal wiedersehen. Wir haben lange nichts mehr gemacht, so ohne Erik. Er hat mir erzählt, du hast eine neue Freundin? Nein, das hat sich wieder gegeben. Schade. War nicht sehr lange, oder? Ich finde einfach nicht die Richtige. Weiß auch nicht, warum. Ich habe nicht so ein Glück wie Erik. Der hat seine Traumfrau. Alter Schmeichler. Mach ich weiter. Im Ernst, wenn du Erik mal verlassen willst, geh nicht zu einem anderen. Sag erst mir Bescheid. Versprochen, Leo. Aber ich will Erik gar nicht verlassen. Ich kann warten. Geht's denn so? Alles klar bei euch? Ja, doch. Wieso fragst du? Einfach so. Hat Erik was erzählt? Erik, was erzählt? Was? Also hat er nichts erzählt? Nein, warum? Ich meine, was hätte er mir erzählen sollen? Ist irgendwas vorgefallen? Nein, nein. Ich denke nur manchmal, vielleicht hat Erik Sorgen und ich weiß nichts davon. Keine Ahnung. Hast du eine Vermutung? Nee, sonst würde ich dich nicht fragen. Leo. Und, irgendwas Verdächtiges? Nein. Servus. Servus. Was hat sie gesagt? Nichts. Also nichts, deswegen du dir Sorgen machen musst. Ich konnte natürlich nicht zu direkt werden, das wäre sonst aufgefallen. Logisch, und du meinst also, dass... Ich meine, dass du ein bisschen hysterisch bist. Da läuft nichts. Hast ja recht. Danke nochmal. Moin, Jungs. Moin. Moin. Trotzdem würde ich mich in der nächsten Zeit um Sie kümmern. Bevor es losgeht. Das werde ich auch, jede Sekunde. Noch eine kleine erfreuliche Nachricht. Es ist endlich soweit. Erik? Rudi? Ihr habt eine Woche Flensburg gewonnen. Weiterbildung der Fahrgutransporte, ich gratuliere. Verdammt, Weiterbildung, das ist ja eine Woche Dauerparty. Warum werde ich da nicht hingeschickt, ne? Ja, wir wirklich ganz toll, aber im Moment passt mir das gar nicht. Könnte Leo nicht für mich da hingehen? Der ist nicht dran. Außerdem ist das keine Erholungstour, sondern eine Dienstreise. Und die kann man nicht so einfach umbuchen. Klar. Weiter. Sophie? Ja? Ein Freund von mir hat einen Film gedreht über sein Heimatdorf. Und da ist jetzt eine echte Filmpremiere. Wow. Ist ja Wahnsinn. Eine echte Filmpremiere. Ja, und? Du willst, dass ich mit dir dahin gehe? Ist ja deine richtige Verabredung. Ja. Viel Spaß heute Abend.
Bist du sauer, weil ich dich nicht zum Bahnhof bringe? Nein, überhaupt nicht. Soll ich dich wirklich nicht bringen? Quatsch, ich meine, wann kommst du schon mal auf eine Filmpremiere? Tja. Sophie? Ich wollte dir noch was sagen. Was denn? Ach. Schon okay. Pass auf den Lauf in Flensburg. Tschüss. Tschüss. Guten Abend, Krapp hier. Ist das richtig, dass bei Ihnen heute Abend eine Filmpremiere ist? Ah ja, und danach ist sicher noch eine Party, richtig? Na, vielen Dank. Servus. Hallo. Schaust super aus. Danke. Was heißt denn hier nur Kino? Leo, das sind Filmleute, ja? Die schleppen alles ins Bett, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ich muss nach Flensburg. Ja, bitte. Aber mach schnell. Ich glaube, wir sollten mal langsam nach Hause gehen. Du meinst zu dir? Nein, es geht nicht. Dann gehen wir zu mir. Sophie! Was machst du denn hier? Hab dich vorhin gar nicht gesehen. Wir sind auch noch nicht so lange da. Leo, Peter, wir arbeiten zusammen. Ah, hi. Servus. Ist ja ein Ding, dass wir uns hier treffen. Erik auch hier? Erik ist in Flensburg, Leo. Vergessen. Erik ist nämlich Sophies Freund. Ich weiß. Und? Was machen wir noch? Oder hattet ihr was anderes vor? Nein. Ja? Ich will mich nicht aufdrängen. Ich zahle mal. Ich habe ihn doch nicht vertrieben. Komm schon, Leo. Erik hat dir doch von unserer Abmachung erzählt. Was für eine Abmachung? Du bist ein so beschissen schlechter Lügner. Also hat er? Sophie, du bist eine klasse Frau, aber... Wenn ich mir vorstelle, dass du mit irgendeinem Typen ins Bett steigst, nur weil... Immer wenn sich sowas mal ergibt. Aber aus Rache, das funktioniert nicht. Das funktioniert ja auch nicht. Erik liebt dich. Was er gemacht hat, tut ihm leid. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Leo. Sag Erik mal nichts davon, dass wir uns getroffen haben, okay? Ich bitte dich. Soll ich dich nach Hause bringen? Eigentlich will ich gar nicht nach Hause. Flensburg, Ankunft 22:43 Uhr. Wird heute wegen einer Verspätungsmitfahrer aus Österreich etwa 40 Minuten später eintreffen. Ja? Leo? Hallo. Wie ist es gelaufen? Hast du so viel getroffen? Du, alles im grünen Bereich. Geht's vielleicht ein bisschen ausführlicher? Schlecht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade Besuch. Das erzähle ich dir, wenn du wieder da bist. Ja. Ich wünsch dir noch viel Spaß. Hm? Ciao. Ein Bekannter von mir ist gerade in Amerika. Hey. Hallo, Melissa. Kommst du da fest? Fahr nach Flensburg. Ah ja. Tut mir übrigens leid wegen neulich. Ich war sauer und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Gas gegeben. Hast du jetzt Stress mit deiner Freundin? Hat sich wieder eingerenkt. Hey. Schön. Hast du noch Zeit, dass wir was trinken gehen? Also ehrlich gesagt,
Nein. Schade. Na, das können wir ja nachholen, wenn du wieder da bist, oder? Hm. Ich bin jetzt übrigens öfter in Tiger. Das ist ein ganz neuer Laden. Super. Muss mal mitkommen. Ja, hab ich schon gehört. Versteh schon. Ich muss los. Tschüss. Das ist so schön. Wenn man die Augen zumacht, kriegt man sofort Fernweh. Was machen eigentlich deine Reisepläne? Was meinst du damit? Du wolltest doch immer mit der Harley durch Russland. Irgendwann mache ich das noch. Schon mal mitgefahren? Du hast mich überhaupt noch nie gefragt. Ja. Ja, Tina. Ich muss los. Ja, ich rufe dich wieder an. Sophie? Schatz, wo steckst du denn? Du warst doch noch gerade zu Hause. Hallo? Flensburg ist ganz okay. Wir haben hier viel zu tun, aber die Leute sind ganz nett. Du, ich vermisse dich. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so lange noch aushalten soll ohne dich. Ich gehe auch mit dem Geflöte, es geht weiter. Moment mal, Jungs, ja? Schatz, tut mir leid, ich muss weg. Also, bis Dienstag dann, ja? Dicken Kuss. Prost. Prost. Was hat sie denn? Was Ernstes? Das weiß man bei ihr nie. Sophie. Hm? Ich glaube, das wird nichts mehr heute. Hm. Und jetzt? Ist das Motorrad wirklich kaputt? Klar. Warum? Ah, du hast gedacht, ich habe nur so getan. Es war nur so eine Idee. Und? Hätte es dir gefallen? Vielleicht. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Auf dem Feuerwehrball. Du hattest ein schwarzes Seidenkleid an. Du hast den Raum betreten und ich habe gedacht, oh, Herrgott, halt mich fest. Wenn ich jemals meiner Traumfrau begegne, so muss sie aussehen.
so muss sie sich bewegen. Ehrlich? Aber damals war es schon zu spät für uns. Guten Morgen. Hallo. Wie spät ist es? Vielleicht 5:30. Kaffee? Besseres gibt's nicht. Gib dir was von Erik. Er hat ja in etwa die gleiche Größe. In etwa. Hauptsache trocken. Ich finde, wir sollten vergessen, was gestern Nacht passiert ist. Ich kann das nicht vergessen. Erik ist dein bester Freund. Ich weiß. Glaubst du, ich fühle mich gut dabei? Kannst du es denn vergessen? Ich habe mich krank gemeldet. Echt krank gemeldet? Ja, Magenschmerzen. Hat zwar ein bisschen Ärger gegeben, aber ich habe wirklich Magenschmerzen. Oh, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten ohne dich. Und dann habe ich einfach den erstbesten Flieger genommen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Freust du dich nicht? Doch, doch, ich freue mich. Ich bin total überrascht. So eine Sehnsucht nach dir. Erik, ja? Findest du nicht, du solltest zuerst ein heißes Bad nehmen? Es regnet draußen, du kennst dich noch. Ein heißes Bad? Hm? Ja, gut, dann lass ich uns mal Wasser ein. Sophie? Hm? Schön, wieder bei dir zu sein. Sag mal. Hm? Ich habe Leos Maschine unten stehen sehen. Ja? War er vielleicht hier? Leo? Wieso? Ja, weil seine Maschine da unten steht. Na gut. Leo? Du bist aber nicht wirklich im Schrank, oder? Es erschien mir besser als unterm Bett. Komm schnell, er ist im Bad. Komm raus. Hey, Leo!
Hi, Erik. Hey, ich hab dich ja gar nicht klingeln hören. Hi. Ja, ich hab ja nicht gerade Sturm geläutet. Ich hab deinen Bock unten stehen sehen. Ja, ich war ein bisschen, ich hab noch was erledigt. Schön, dich zu sehen. Ja, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du da bist. Ich will nicht stören. Du störst doch nicht. Ist nett von euch, aber... Ich meine, es regnet draußen, ja? Bleib doch. Jetzt mach's doch nicht komplizierter, als es sowieso schon ist. Wir sehen uns eh morgen. Hm? Okay, mach's gut, Alter. Tschüss, Sophie. Tschüss, Leo. Na, willst du nicht reinkommen? Okay, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich hab dich so vermisst. Was ist los mit dir? Bist du still? Nee, ist alles okay. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Weißt du was? Ich koche heute Abend für uns. Ja? Ich habe aber gar nichts da, außerdem ist heute Sonntag. Regnet's noch? Nee, es hat aufgehört. Warum? Willst schon sehen. Wo führst du mich denn hin? Lass dich überraschen. Oh nee, Erik, nicht schon wieder. So, hier geht's rüber. Mit dem Kleid, über die Mauer. Komm, kein Thema. 1, 2, 3. Wenn uns jemand erwischt? Ach, die sind doch in Ferien. Wolli. Ist es noch weit? Nee, nicht mehr weit. Vorsicht. So. Wir sind da. Voila. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, Erik. Vielen, vielen, vielen Dank. Was ist das denn? Verrate ich nicht. Prost. Auf uns. Okay. Noch ein Bier? Leo. Krieg ich noch ein Bier? Was ist los mit dir? Eigentlich müsstest du mir jetzt die Sternbilder erklären. Männer machen sowas in sternklaren Nächten. Ich kenne aber keins. Ah, doch. Den großen Wagen. Der gilt nicht. Den kennt wirklich jeder. Weißt du, was witzig ist? Ich hatte mal einen Verehrer. Der hat mir mal Blumen gebracht. Wenn ich traurig war oder deprimiert, einen schlechten Tag hatte, dann hat er mir Blumen in den Briefkasten gesteckt. Der hat es irgendwie gespürt. Und es waren immer Butterblumen. Die kriegst du im Land gar nicht zu kaufen. Das muss aber vor unserer Zeit gewesen sein, ne? Ja.
Aber ich glaube, du hast schon bei mir im Haus gewohnt. Du warst gerade eingezogen. Und? Hat das jemand in Verdacht? Nö, ich habe natürlich schon überlegt, aber... Nee. Das glaube ich nicht. Ich habe oft gesehen, wie du abends nach Hause gekommen bist. Manchmal habe ich mir gedacht, schade, sie sieht traurig aus. Da bin ich nochmal rausgefahren, bis eine Wiese kam. Warum hast du nie was gesagt? Vom ersten Augenblick an, als ich dich gesehen habe, habe ich mich in dich verliebt. Ich werde auch nie aufhören, dich zu lieben. Egal, was passiert ist. Egal, was passiert. Natascha? Ja. Nehmen wir an, du verliebst dich in den besten Freund. In den Freund deiner besten Freundin. Was würdest du tun? Sowas macht man nicht. Nur mal angenommen. Ich bin doch nie blöd. Aber ich. Wird er verliebt? Tut richtig weh. Leo, was kann ich dazu sagen? Natascha, noch ein Bier. Sofort. Weißt du, wenn du wieder nüchtern bist und immer noch mit mir reden willst, dann ruf mich an. Falsch gemacht. Du hast es gemacht, als ich weg war, stimmt? Mit wem? Hä? Ich will es gar nicht wissen. Du hast es doch selbst vorgeschlagen, Erik. Ja, danke, ich hatte schon fast vergessen.
Alter, habe ich diese Frau geliebt. Ich kann nicht mehr nach Hause. Wenn ich noch einen Funken Selbstachtung in mir habe, dann ist es aus. Aus. Brauchst du Hilfe? Nein, alles okay. Macht Freihand, hä? Du kannst hier übernachten. Ist Erik bei dir, Leo? Nein, warum? Sophie, wir gehören zusammen. Ich habe das schon immer gespürt. Und du spürst es auch. Ich weiß es nicht, Leo. Ich weiß es wirklich nicht. Warum weißt du es nicht? Ich weiß es. Sophie, ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar so sehr, dass ich meinen besten Freund betrogen habe. Gib mir ein bisschen Zeit, Leo. Bitte. Was war denn gestern los? Du hast mit deiner Freundin gestritten. Du wolltest nicht nach Hause. Ich hoffe, ich bin nicht zudringlich geworden oder sowas. Das wäre gar nicht gegangen. Ach ja? Trink das. Danke. Habe ich dir die ganze Geschichte erzählt? Ja. Ach du Scheiße. Hast du Stress mit Sophie gehabt? Ja. Sag mal, Leo, wie lange sind wir nicht schon Freunde? Weiß nicht. Ewig. Warum? Ich hatte offen gesagt nicht erwartet, dass du... Nun ja, ich dachte, unsere Freundschaft wäre dir mehr wert. Ihr habt gestern Nacht noch gesprochen. Sophie hat mir gebeichtet, was sie am Wochenende getrieben hat. Erik, ich weiß selber nicht, was ich dazu sagen soll. Red dich doch nicht raus. Diese Dinge passieren nun mal. Nein, dafür gibt es keine Entschuldigung. Mann, wie konntest du sie nur alleine lassen? Entschuldige? Hat sie dich gebeten, auf sie aufzupassen? Ja, ich dachte, du machst mal was mit ihr. Vielleicht einen Motorradausflug in die Berge am Wochenende oder sowas. Aber wahrscheinlich war das mal wieder zu viel verlangt, ne? Erik. Ja? Ich muss dir was sagen. Was? Es tut mir leid, ich habe am Wochenende keine Zeit gehabt. Hey, Leo. Sag mal, wer war eigentlich die Mieze auf deiner Harley? Keine Ahnung, wovon du redest. Ich hab dich am Samstag gesehen auf deiner Harley. Und die Schnitte, die hinten drauf saß. Alter Schwede. Sag mir, was finden die Weiber an diesem Typen? Ich versteh's nicht. Keine Zeit gehabt, was? Hallo. Na? Wie geht's? Gut. Wirklich? Ja, ich steck bis zum Hals in der Scheiße. Können wir reden? Ja. Wissen Sie, wenn Sie wollen, dann können Sie diese ganzen Sachen mit nach Hause nehmen und dort probieren. Ehrlich? Ja. Das ist aber nett. Ich würde die gerne meinem Freund zeigen, der kommt aber erst übermorgen zurück. Das ist kein Problem. Kann ich die Bluse auch noch mitnehmen? Aber ja, bitte.
Wissen Sie, wir machen jetzt mittags. Tut mir wirklich leid, aber... Danke. Also, du hast es gemacht? Ja. Nein, das gibt's nicht. Und? Mit Leo. Wie mit Leo? Mensch, bist du noch zu retten? Was machen wir denn jetzt? Ist alles im Eimer. Ich hab Erik gesagt, was passiert ist, aber nicht mit wem. Der ist einfach weggegangen. Nicht wiedergekommen? Ich habe überall nach ihm gesucht. Ich meine, sogar bei Leo ist wie vom Erdboden verschluckt. Was ist denn mit Leo? Leo nimmt es ernst, er will mehr. Was willst du? Das weiß ich doch nicht. Erik war so süß gestern. Er hat gekocht und ein Zelt aufgebaut und ein Herz und einen Tisch da und... Ach, Scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, was du an Leo findest. Das ist gar nicht dein Typ. Ich weiß. Ich hab mich verknallt. Erik! Und sie hat nicht gesagt, mit wem? Nein, und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Hat sie gesagt, was das für ein Typ ist? Ich meine, was das für sie war? War das nur ein One-Night-Stand oder ist da mehr zwischen den beiden? Das will ich ja mal nicht hoffen, ne? Oh mein Gott, das fehlte mir noch. Glaubst du, ich sollte sie mal fragen? Nein. Ich würde das Thema eher runterkochen. Ich meine, wenn sie wirklich verliebt ist, kann sie eh nichts machen. Was redst du da die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Ich rede nur Quatsch. Tut mir leid, vergiss es. Leo? Ja, hier ist Sophie. Ich muss dich sehen. Okay. Wo? Tiger. Wo ist es? Lipowski Straße 30. 7:30. Ja, das schaffe ich. Bis gleich. Hi. Hi. Danke für gestern Abend und alles. Vielen Dank. Und? Was willst du jetzt machen? Ich gehe zu ihr und sage ihr, dass ich ein Idiot bin und dass es mir leid tut und dass ich ohne sie nicht leben will und mir dieser andere Typ egal ist, solange sie nicht ihren Eltern vorstellt. Dann viel Glück. Dir auch. Dein Freund ist zu beneiden. Was? Dein Freund ist zu beneiden. Mein Freund. Ach ja. Sophie? 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 Schatz? Wo steckst du denn? Du warst doch noch gar nicht zu Hause. Hallo? Flensburg ist ganz okay. Wir haben hier viel zu tun, aber die Leute sind ganz nett. Du, ich vermisse dich. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so lange noch aushalten soll ohne dich. Lass mich schon was trinken. Für dich auch ein Wodka? Ja. Zwei Wodka bitte. Ja. Zwei Wodka Orange. Ja, komm gleich. Und? Gefällt's dir? Ja, schon. Leo, ich... Geh mal davon aus, dass du dich genauso beschissen fühlst wie ich. Jeder würde sich beschissen fühlen. Genau, und deshalb glaube ich auch, dass wir diesen Zustand einfach beenden sollten. Sophie, ich weiß, was dir Erik bedeutet. Und ich weiß, dass es dir schwerfallen wird, es ihm zu sagen. Ihm was zu sagen? Dass wir beide miteinander... Leo, das kann ich nicht. Verstehe. Sicher? Ich will's ihm sagen. Was?
Ja, es ist vielleicht besser. Das reicht. Eigentlich ist es Männersache. Oh, Scheiße. Leo, was machst du denn hier? Ich suche Sophie. Ich dachte, sie ist hier. Sophie? Ja, ja, Sophie. Hast du sie vielleicht gesehen? Sophie? Nein. Das heißt, nein. Ich glaube nicht. Also, bestimmt nicht. Aha, kann ich mich vielleicht setzen? Oder erwartest du jemand? Nö, bitte, setz dich. Tut mir übrigens echt leid, dass ich dich letztens so angemacht habe, also dass du deinen Job nicht richtig gemacht hast, wegen Sophie und so. Das ist schon okay. Doch, doch, ich war echt undankbar, so. Hast du einmal auf meine Freundin... Hey, kein Problem, kein Problem. Nein, nein, wirklich, ich meine, du bist ja mein bester Freund. Lass gut sein. Vergessen. Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich hier mit dem Schwein trifft, der sie flachgelegt hat. Entschuldige, wird's ein? Nee, nee, lass mal. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, wenn ich die beiden hier zusammen erwische. Was würdest denn du tun? Keine Ahnung. Wichtig ist nur, ob Sophie ihn liebt. Findest du nicht? Liebt? Liebt? Bist du jetzt völlig bescheuert? Wenn der Richtige kommt, kann es aber schon mal vorkommen. Der Richtige? Hey, dass ich nicht lache! Was? 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 Was muss denn das für eine Obersau sein, der eine quasi verheiratete Frau gleich beim ersten Mal durchvögelt? Vielleicht war es für die Obersau viel, viel mehr. Was soll denn das jetzt heißen, hä? Vielleicht lieben sie sich. Was? Außerdem brauchst du hier nicht den Moralapostel spielen. Ich erinnere an Fasching, Melissa. Melissa, ja, Melissa, das war mal eine tolle Nacht, ja, eine. Erik, ich wusste, dass du kommst. Hallo. Ich dachte, du wolltest Sophie treffen. Ja, das wollte ich auch. Und ich wollte mich bei ihr entschuldigen. Aber wenn ich es mir recht überlege, dann muss sie sich entschuldigen. Und zwar bei mir. Ich soll mich entschuldigen. Bei dir. Du bist ja wohl nicht mehr ganz bei Trost. Du? Magst du mitkommen? Ich bin mit ein paar Freundinnen da. Ihr zwei, ja? Naja. Mit wem du dich triffst, das sehe ich ja. Ich treffe mich nicht mit ihr. Reg dich ab, ist schon ewig her. War das nicht an dem Abend, wo du nach Flensburg wolltest? Das war der Abend, an dem du mich nicht ins Kino bringen konntest. Jetzt weiß ich auch, warum. Jetzt weiß ich auch, warum Leo bei uns in der Wohnung war, als ich zurückgekommen bin. Meine Frau und mein bester Freund.
Dick geht nicht. Abend. Grüß Sie Gott. Ich bräuchte ein Zimmer. Für wie lang? Vielleicht länger. Unsere Gäste legen Wert auf Ruhe. Ich hoffe, Sie auch. Kein Problem. Sagen Sie, wissen Sie, wo man hier um die Zeit noch etwas zu trinken bekommt? Oder ist das ein Problem für Sie? Nicht wirklich. Erik! Warte doch mal! Verdammt noch mal! So kann es doch nicht weitergehen! Das wird's doch nicht! Erik! Jetzt hör mir doch mal zu! Wir zwei sind fertig miteinander! Für alle Zeiten! Erik! Ich weiß, alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Dann lass es doch einfach. Na, Jungs? Wie seht ihr denn aus? Habt ihr einen AIDS-Test gekriegt? Na, ist das nicht wahr, oder? Er sagt, dass das nicht wahr ist. Nein, aber würdest du uns vielleicht... Oh Mann, ey, lass mich ja hier so auf dem Schlauch stehen, mir so einen Schrecken einzujagen. Boah, ey. Also, pass mal auf. Absoluter Brüller. Kommt eine Brünette in Perückenladen. Also, irgendwie seid ihr komisch in letzter Zeit. Was wird das? Ich hab mich versetzen lassen. Zu einer anderen Wache. Ab morgen. Erik, du hast allen Grund, mich zu hassen, aber... Aber? Es ist nicht so, dass ich mit Sophie mal eben ins Bett gegangen bin. Sondern? Es tut mir leid. Ich liebe sie. Das entschuldigt natürlich alles. Mich hat mein Mann ständig betrogen. Ständig. Ich war ihm immer treu. Immer. Bis auf einmal. Mit dem Werner. Das ist der Tabakwarenhändler von gegenüber. Entschuldigen Sie, wenn ich frage, aber war das was Ernstes? Wem es nimmt. Das geht jetzt so seit 25 Jahren. Oh. Ja, und Ihr Mann? Der ist doch schon vor 20 Jahren gestorben. Und seit 19 Jahren warte ich drauf, dass mir der Werner einen Heiratsantrag macht. So langsam glaube ich, der will gar nicht. Tja, bei Männern muss man Geduld haben. Ja. Zeitung? Ja, nein. Ich hab's ja wirklich versucht, weil es im dritten Laden gibt es einfach nicht. Okay. Oh, schön. Hi. Hallo, Erik. Wie geht's? Gut, gut. Selber? Super. Ja, so eine Trennung bringt immer ganz neue Aspekte mit sich. Ja, auf jeden Fall. Und wie geht's mit Melissa? Melissa? So hieß sie doch, oder? So, ja, sehr gut. Und Leo macht sicher die ganze Zeit Reisepläne, hm? Wie? Ja. Mhm. Und wohin geht's? Wohin?
Naja, ihr werdet sicher zusammen wegfahren, oder? Ja, wir wollten nächstes Jahr mit der Harley durch Australien. Australien? Durch den Outback, hä? Hm? Vergiss ja immer, die Münze rauszunehmen. Früher ging das ja noch. Da war das ja nur eine Mark. Naja, es wird alles teurer. Ich hab da hinten geparkt. So, ja, ich mehr so da. Mach's mal gut. Du auch. Tja, dann. Mich gesprochen? Es ging eigentlich hauptsächlich um Reisepläne. Verstehe. Was war das für ein Gefühl, als er plötzlich vor dir stand? Okay. Du bist immer noch wütend auf ihn. Hm? Entschuldige. Wir wollten ja eigentlich über die Hochzeit sprechen. Die Blumen mache selbstverständlich ich. Naja, also wirklich Dankeschön, dass Sie mir die Sachen nach 3 Monaten wirklich noch vorbeibringen. Ja, aber ich wollte die doch unbedingt meinem Freund noch zeigen. Sehen Sie nicht so oft Ihren Freund? Mensch, Erik. Hi, ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, ich schau mal rein. Mann, wir haben uns aber lange nicht gesehen. Ja, ist lang her. Ach so, ja, ich... Geh dann mal. Was machst du hier? Was willst du? Oh, vielleicht so ein paar schicke Secondhand-Klamotten. Hm? Bist du deswegen hier? Ja, warum? Ich habe nur Frauensachen. Ach so. Du willst nicht zufällig irgendwas über Sophie wissen. Wie geht's dir denn? Ihr habt euch doch mal getroffen, oder? Ja. Hat sie was gesagt? Nun, es war wohl etwas verkrampft. Stimmt. Die Sache ist ja damals ziemlich blöd auseinandergegangen. Und, willst du wissen, ob es ihr genauso leid tut wie dir? Habe ich gesagt, dass es mir leid tut? Übermorgen feiere ich ihr Abschied. Ich habe einen neuen Laden. Wenn du Lust hast, kannst du vorbeikommen. Gib eine Party. Sag, Herr Peters. Gott, Herr Grab. Was klappt mit der Wohnung? Ach, leider nicht. Ist ein bisschen schwierig im Moment. Schatz, halt Bock ist. Männern ist das ihr die Blumen? Nein, nein, sie ist im Waschkeller. Soll ich mal runterschauen? Na, lassen Sie es. Ich warte lieber noch. Vielen Dank für den Tipp. Ich brauche manchmal einfach ein bisschen länger. Na, dann mal los.
Werner. Hanna. Ich bin weg. Kann spät werden. Hi. Hey. Gina, hier. Für dich. Was? Nein, danke. Schön. Komm mal mit. Zeig dir mal, wer hier ist. Mensch! Ich stelle den Blumen schnell ins Wasser. Hey, grüß dich. Hi, sieh mal hier auch mal wieder. Was machst du denn hier? Du wirst lachen. Ich hab Tina kennengelernt in der Kneipe. Da gibt's doch nicht. Ja. Wusstest du, dass Leo hier ist? Ja, ja. Du, ich weiß ja nicht, was mit euch Behinder passiert ist, aber... Es ist doch nicht so spät geworden. Ach, waren wohl die falschen Leute auf der Party. Wir heiraten. Ach. Der Werner hat mir einen Antrag gemacht. Samstag in 3 Wochen. Hey, ich gratuliere. Nein, wirklich, ich finde es toll. Ich finde es auch ganz toll. Herr Krapp, ich hätte eine Bitte. Was immer Sie wollen. Würden Sie meinen Trauzeugen machen? Klar. Danke. Nicht mal dran. Sie ist später noch oft genug. Und entzünden das Feuerwerk. Hast du die Hosen schon voll? Bisschen schon. Also, wir haben uns gedacht, du kriegst das Hochzeitsgeschenk schon mal vorab und die Jungs haben zusammengelegt und dir dieses schöne Standardwerk gekauft. Oh, Blondinenwitze, wie originell. Okay, ihr seid alle wieder ausgeladen. Hat jetzt vollständig seinen Geist aufgegeben. Tut mir wirklich leid. Ich habe schon gedacht, dass Sie auf die Hochzeit von Ihrer Ex-Freundin gegangen sind. Nein, nein. Dass die auch heute heiratet. Liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, liebe Hochzeitsgäste. Vor uns sitzen 2 Menschen, die einen langen Weg gegangen sind, bis sie zum Schluss hierher gefunden haben. 2 Menschen, die sich die Ehe lange überlegt haben und nun, jetzt, hier, ja sagen wollen. 2 Menschen, die füreinander bestimmt sind. Oder gibt es hier jemanden, der das anders sieht? Ich hoffe doch, dass nicht ausgerechnet der Trauzeuge etwas gegen diese Heirat einzuwenden hat. Ja, nicht gegen diese Ehe, aber ich kann nicht anders. Ja, jetzt verschwinden sie schon. Wir kommen auch ohne sie zurecht. Thank you.
Entschuldigen Sie mich bitte. Sie lümmelt sie! So eine Unverschämtheit! Wer denn? Hä? Sag mal, spinnst du? Wer zahlt mir das jetzt? Liebe Hochzeitsgäste, wir haben uns heute hier versammelt, um die Vermählung von Leo Gruber und... Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ich habe Einwände gegen diese Ehe. Sie kommen ein bisschen spät. Lassen Sie mich ausreden. Ich habe Einwände. Die Braut und der Bräutigam gehören nicht zusammen. Die Braut gehört in Wirklichkeit zu mir. Und ich glaube, sie weiß das auch. Nur habe ich ihr das nicht gesagt in einem Augenblick, als ich es hätte sagen müssen. Ja, okay, es wird jetzt vielleicht nicht jeder verstehen, was ich damit meine, aber eigentlich geht es ja auch nur um die Braut und um mich. Sophie, das ist jetzt bestimmt der unpassendste Moment, um dir zu sagen, was ich dir sagen will. Und du fragst dich zu Recht, warum ich das nicht schon viel früher gesagt habe. Und warum ich jetzt hier stehe und mich vor all diesen Leuten zum Idioten mache. Und ob das so sein soll. Ja, das soll so sein. Und wenn ich mich zum Idioten mache, dann ist es mir egal, weil... Sophie, ich liebe dich. Und das wollte ich dir sagen, bevor du heiratest, aber offenbar bin ich zu spät. Erik? Du bist nicht zu spät. Und? Was machen wir noch? Oder hattet ihr was anderes vor? Nein. Ja? Ich will mich nicht aufdrängen. Ich zahle mal. Ich bin doch nicht vertrieben. Komm schon, Leo. Erik hat dir doch von unserer Abmachung erzählt. Was für eine Abmachung? Du bist ein so beschissen schlechter Lügner.
Also hat er? Sophie, du bist eine klasse Frau, aber wenn ich mir vorstelle, dass du mit irgendeinem Typen ins Bett steigst, nur weil... Ich meine, wenn sich sowas mal ergibt, aber aus Rache, das funktioniert nicht. Das funktioniert ja auch nicht. Erik liebt dich. Was er gemacht hat, tut ihm leid. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Leo. Sag Erik mal nichts davon, dass wir uns getroffen haben, okay? Ich bitte dich. Soll ich dich nach Hause bringen? Eigentlich will ich gar nicht nach Hause. Flensburg, Ankunft 22.43 Uhr, wird heute wegen einer Verspätungsmitfahrer aus Österreich etwa 40 Minuten später eintreffen. Ja? Leo? Hallo. Wie ist es gelaufen? Hast du Sophie getroffen? Du, alles im grünen Bereich. Geht's vielleicht ein bisschen ausführlicher? Schlecht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gerade Besuch. Das erzähle ich dir, wenn du wieder da bist. Ja. Ich wünsch dir noch viel Spaß. Ciao. Ein Bekannter von mir ist gerade in Amerika. Hey. Hallo, Melissa. Kommst du oder fährst du? Ich fahr nach Flensburg. Ah ja. Tut mir übrigens leid wegen neulich. Ich war sauer und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Gas gegeben. Hast du jetzt Stress mit deiner Freundin? Hat sich wieder eingerenkt. Hey. Schön. Hast du noch Zeit, dass wir was trinken gehen? Also ehrlich gesagt, nein. Schade. Naja, das können wir ja nachholen, wenn du wieder da bist, oder? Hm. Ich bin jetzt übrigens öfter in Tiger. Das ist ein ganz neuer Laden. Super. Muss mal mitkommen. Eigentlich müsstest du mir jetzt die Sternbilder erklären. Männer machen sowas in sternklaren Nächten. Ich kenne aber keins. Ah, doch. Den großen Wagen. Der gilt nicht. Den kennt wirklich jeder. Weißt du, was witzig ist? Ich hatte mal einen Verehrer. Der hat mir mal Blumen gebracht. Wenn ich traurig war oder deprimiert, einen schlechten Tag hatte, dann hat er mir Blumen in den Briefkasten gesteckt. Der hat es irgendwie gespürt. Und es waren immer Butterblumen. Die kriegst du im Land gar nicht zu kaufen. Das muss aber vor unserer Zeit gewesen sein, ne? Ja. Aber ich glaube, du hast schon bei mir im Haus gewohnt. Du warst gerade eingezogen. Und? Hat das jemand in Verdacht? Nö, ich habe natürlich schon überlegt, aber... Nee. Das glaube ich nicht. Gesehen, wie du abends nach Hause gekommen bist. Manchmal habe ich mir gedacht, schade, sie sieht traurig aus. Da bin ich nochmal rausgefahren, bis eine Wiese kam. Warum hast du nie was gesagt? Vom ersten Augenblick an, als ich dich gesehen habe, habe ich mich in dich verliebt. Ich werde auch nie aufhören, dich zu lieben. Egal, was passiert ist. Egal, was passiert. Natascha. Ja. Nehmen wir an, du verliebst dich in den besten Freund. In den Freund deiner besten Freundin. Was würdest du tun? Sowas macht man nicht.
Nur mal angenommen. Ich bin doch nie blöd. Aber ich. Wie du verliebt? Es tut richtig weh. Leo, was kann ich dazu sagen? Viermal. Drei, viermal? Oh mein Gott, musst du dich beschissen gefühlt haben. Okay, ich hab Scheiße gebaut, aber es ist natürlich auch völlig idiotisch, dass sie ausgerechnet in dem Moment auftaucht, wo ich da einen Heiratsantrag mache. Findest du? Ich finde, sie kam gerade rechtzeitig. Sophie, das ist doch nicht dein Ernst. Du willst alles, was wir uns zusammen aufgebaut haben, einfach so wegwerfen, nur weil ich einmal... Ich finde, ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Jetzt mach dieses Auto auf. Das ist unfair. Deine Mutter kann mich nicht leiden und du weißt auch warum. Ich kann sie nicht verdenken. Ich hab eure Katze nicht überfahren. Das war ich einfach nicht. Sophie, jetzt warte doch. Ich meine, ich weiß doch auch nicht, wie das passieren konnte. Meine Hormone müssen irgendwie durchgedreht haben. Ich bin halt auch nur ein Mann. Weißt du was? Auf diesem bescheuerten Satz warte ich seit 20 Minuten. Natürlich bist du nur ein Mann, aber wehe, eine Frau macht sowas. Sophie, bitte. Mann, lass uns drüber reden. Hey, was machst du denn da? Mach jetzt keinen Unsinn, ja? Was tust du da? Ich würde mir gerne in Ruhe die Pulsadern öffnen. Sophie, mach keinen Scheiß. Wenn du mich verlässt, ja, das überlebe ich nicht. Sag mir, wie ich das wieder gut machen kann, ja? Bitte, gib mir noch eine Chance. Ich tue alles. Aber weißt du eigentlich, wie weh du mir getan hast? Du machst mir einen Heiratsantrag und im gleichen Moment erfahre ich, dass du mich betrügst. Ja, genau. Trink was, das wird dir gut tun. Ich kann mich auch ohne deine Erlaubnis betrinken, Erik. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir das angetan hätte? Keine Ahnung. Ich meine, ich wäre natürlich auch sauer, aber es wäre passiert und schwamm drüber. Ja, genau, schwamm drüber. Du verlässt dich doch nur drauf, dass ich es nicht mache. Nein, das tue ich nicht. Das tust du doch. Ich mach dir einen Vorschlag. Was soll das für ein Vorschlag sein? Du beichtest es mir das nächste Mal direkt danach. Du hast einmal gut und ich werde kein Wort darüber verlieren. Wie bitte? Ich will einfach, dass du uns beiden noch mal eine Chance gibst und damit du siehst, dass ich es ernst meine. Du hast einmal gut. Das ist doch totaler Quatsch. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Du schlägst mir ernsthaft vor, ich habe einmal gut? Ja. Okay. Guten Morgen. Gib dir was von Erik. Ihr habt ja in etwa die gleiche Größe. In etwa. Hauptsache trocken. Ich finde, wir sollten vergessen, was gestern Nacht passiert ist. Ich kann das nicht vergessen. Erik ist dein bester Freund. Ich weiß. Glaubst du, ich fühle mich gut dabei? Kannst du es denn vergessen? Ich habe mich krank gemeldet.
Echt krank gemeldet? Magenschmerzen. Hat zwar ein bisschen Ärger gegeben, aber ich habe wirklich Magenschmerzen. Oh. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ohne dich. Und dann habe ich einfach den erstbesten Flieger genommen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Freust du dich nicht? Doch, doch, ich freue mich. Ich bin total überrascht. So eine Sehnsucht nach dir. Erik, ja? Findest du nicht, du solltest zuerst ein heißes Bad nehmen? Es regnet draußen, du kennst dich noch. Ein heißes Bad? Hm? Ja, gut, dann lass ich uns mal Wasser ein. Sophie? Hm? Schön, wieder bei dir zu sein. Sag mal. Hm? Ich habe Leos Maschine unten stehen sehen. Ja? War er vielleicht hier? Leo? Wieso? Ja, weil seine Maschine da unten steht. Na gut. Leo? Du bist aber nicht wirklich im Schrank, oder? Es erschien mir besser als unterm Bett. Komm schnell, er ist im Bad. Komm raus. Hey Leo! Hi Erik! Hey. Die geht nicht. Abend. Ist sie gut? Ich bräuchte ein Zimmer. Für wie lang? Vielleicht länger. Unsere Gäste legen Wert auf Ruhe. Ich hoffe, Sie auch. Kein Problem. Sagen Sie, wissen Sie, wo man hier um die Zeit noch etwas zu trinken bekommt? Oder ist das ein Problem für Sie? Nicht wirklich. Erik! Warte doch mal! Verdammt noch mal! So kann es doch nicht weitergehen! Das wird's doch nicht! Erik! Jetzt hör mir doch mal zu! Wir zwei sind fertig miteinander! Für alle Zeiten! Erik! Ich weiß, alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Dann lass es doch einfach. Na, Jungs? Wie seht ihr denn aus? Haben wir einen AIDS-Test gekriegt? Na, ist das nicht wahr, oder? Er sagt, dass das nicht wahr ist. Nein, aber würdest du uns vielleicht... Oh Mann, ey, lass mich doch nicht so auf den Schlauch stehen, wie so einen Schrecken einzujagen. Boah, ey. Also, pass mal auf. Absoluter Brüller. Kommt eine Brünette in den Perückenladen. Also, irgendwie seid ihr komisch in letzter Zeit. Nein, 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 ich würde das Thema eher runterkochen. Ich meine, wenn sie wirklich verliebt ist, kann sie eh nichts machen. Was redst du da die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Ich rede nur Quatsch. Tut mir leid, vergiss es. Leo? Ja, hier ist Sophie.
Ich muss dich sehen. Okay. Wo? Tiger. Wo ist es? Lipowski Straße 30. 7:30. Ja, das schaffe ich. Bis gleich. Hi. Hi. Danke für gestern Abend und alles. Vielen Dank. Und? Was willst du jetzt machen? Ich gehe zu ihr und sage ihr, dass ich ein Idiot bin und dass es mir leid tut und dass ich ohne sie nicht leben will und mir dieser andere Typ egal ist, solange sie nicht ihren Eltern vorstellt. Dann viel Glück. Dir auch. Dein Freund ist zu beneiden. Was? Dein Freund ist zu beneiden. Mein Freund. Ach ja. Sophie? 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 Schatz? Wo steckst du denn? Du warst doch noch gar nicht zu Hause. Hallo? Flensburg ist ganz okay. Wir haben hier viel zu tun, aber die Leute sind ganz nett. Du, ich vermisse dich. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so lange noch aushalten soll ohne dich. Lass mich nichts trinken. Für dich auch ein Wodka? Zwei Wodka, bitte. Ja. Zwei Wodka Orange. Ja, komm gleich. Und? Gefällt's dir? Ja, schon. Leo, ich gehe mal davon aus, dass du dich genauso beschissen fühlst wie ich. Jeder würde sich beschissen fühlen. Genau, und deshalb glaube ich auch, dass wir diesen Zustand einfach beenden sollten. Sophie. Ich weiß, was dir Erik bedeutet und ich weiß, dass es dir schwerfallen wird, es ihm zu sagen. Ihm was zu sagen? Hab ich schon gehört. Versteh schon. Ich muss los. Tschüss. Das ist so schön. Wenn man die Augen zumacht, kriegt man sofort Fernweh. Was machen eigentlich deine Reisepläne? Was meinst du damit? Du wolltest doch immer mit der Harley durch Russland. Irgendwann mache ich das noch. Schon mal mitgefahren? Du hast mich überhaupt noch nie gefragt. Ja. Ja, Tina. Hm, ich muss los. Ja, ich rufe dich wieder an. Sophie? Schatz, wo steckst du denn? Du warst doch noch gerade zu Hause. Hallo? Flensburg ist ganz okay. Wir haben hier viel zu tun, aber die Leute sind ganz nett. Du, ich vermisse dich. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so lange noch aushalten soll ohne dich. Ja, ich gehe auch mit dem Geflöte, es geht weiter. Moment mal, Jungs, ja? Schatz, tut mir leid, ich muss weg. Also, bis Dienstag dann, ja? Dicken Kuss. Prost. Prost.
Erik, wie geht's? Frag nicht. Wieso? Ist irgendwas? Nein. Wenn man irgendwas ist, doch. Du hast ja einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Ja, und warum, Jungs? Sag mal, kennt ihr den schon? Kommt eine Blondine im Buchladen. Ja. Den könnt ihr ja nicht kennen. Das ist ein ganz neuer Blondine, kommt im Buchladen-Witz. Du, Ludwig, ist gerade ein bisschen ungünstig, okay? Ja, der ist echt gut. Und? Was hat sie gesagt? Ist irgendwas? Nix. Lass dich überraschen. Entschuldigen Sie. Nein, danke, wir möchten keine. Wir sind umsonst. Ja, nein, danke, vielen Dank. Ein Geschenk? Er sagt, Sie sind geschenkt. Ja, das habe ich gehört. Ja, dann nimm sie doch. Erik, das ist der älteste Trick der Welt. Ich schenke Ihnen eine Rose, Sie schenken mir 5 €, da fällt kein Mensch mehr drauf rein. Nein, das ist kein Trick. Danke, tschüss. Er meint das ernst, glaub mir. Du bist so naiv. Jetzt nimm sie doch endlich. Okay. Danke. Dankeschön. Bitte. Erik, was soll das? Da steckt was drin. Ach, wie süß. Und? Was sagst du? Bestimmt sind. Oder gibt es hier jemanden, der das anders sieht? Ich hoffe doch, dass nicht ausgerechnet der Trauzeuge etwas gegen diese Heirat einzuwenden hat. Ja, nicht gegen diese Ehe, aber ich kann nicht anders. Ja, jetzt verschwindet es schon. Wir kommen auch ohne sie zurecht. Entschuldigen Sie mich bitte. Sie lümmeln sie! So eine Unverschämtheit! Können Sie da nicht dran vorbeifahren? Wer denn? Spinnst du? Wer zahlt mir das jetzt? Liebe Hochzeitsgäste, wir haben uns heute hier versammelt, um die Vermählung von Leo Gruber und... Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Halt! Ich habe Einwände gegen diese Ehe. Sie kommen ein bisschen spät. Lassen Sie mich ausreden. Ich habe Einwände. Die Braut und der Bräutigam gehören nicht zusammen. Die Braut gehört in Wirklichkeit zu mir. Und ich glaube, sie weiß das auch. Nur habe ich ihr das nicht gesagt in einem Augenblick, als ich es hätte sagen müssen. Ja, okay, es wird jetzt vielleicht nicht jeder verstehen, was ich damit meine, aber eigentlich geht es ja auch nur um die Braut und um mich.
Sophie, das ist jetzt bestimmt der unpassendste Moment, um dir zu sagen, was ich dir sagen will und... Straße 30. 7:30. Ja, das schaffe ich. Bis gleich. Hi! Hi. Danke für gestern Abend und alles. Vielen Dank. Und? Was willst du jetzt machen? Ich gehe zu ihr und sage ihr, dass ich ein Idiot bin und dass es mir leid tut und dass ich ohne sie nicht leben will und mir dieser andere Typ egal ist, solange sie nicht ihren Eltern vorstellt. Dann viel Glück. Dir auch. Dein Freund ist zu beneiden. Was? Dein Freund ist zu beneiden. Mein Freund. Ach ja. Sophie? 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 Schatz? Wo steckst du denn? Du warst doch noch gar nicht zu Hause. Hallo? Flensburg ist ganz okay. Wir haben hier viel zu tun, aber die Leute sind ganz nett. Du, ich vermisse dich. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich das so lange noch aushalten soll ohne dich. Lass mich nicht trinken. Für dich auch ein Wodka? Zwei Wodka, bitte. Ja. Zwei Wodka Orange. Ja, komm gleich. Und? Gefällt's dir? Ja, schon. Leo, ich gehe mal davon aus, dass du dich genauso beschissen fühlst wie ich. Jeder würde sich beschissen fühlen. Genau, und deshalb glaube ich auch, dass wir diesen Zustand einfach beenden sollten. Sophie. Ich weiß, was dir Erik bedeutet und ich weiß, dass es dir schwerfallen wird, es ihm zu sagen. Ihm was zu sagen? Dass wir beide miteinander. Leo, das kann ich nicht. Verstehe. Sicher? Ich will es ihm sagen. Was? Es ist vielleicht besser. Das reicht. Eigentlich ist es Männersache. Hey, Leo, was machst du denn hier? Ich suche Sophie, ich dachte, sie ist hier. Sophie? Ja, ja, Sophie, hast du sie vielleicht gesehen? Was ist denn? Sophie, was ist denn los? Was falsch gemacht? Du hast es gemacht, als ich weg war, stimmt? Mit wem? Hä? Ich will es gar nicht wissen. Du hast es doch selbst vorgeschlagen, Erik. Ja, danke, ich hatte schon fast vergessen.
Gott, habe ich diese Frau geliebt. Ich kann nicht mehr nach Hause. Wenn ich noch einen Funken Selbstachtung in mir habe, dann ist es aus. Aus. Brauchst du Hilfe? Nein, alles okay. Macht Freihand, hä? Du kannst hier übernachten. Hat sie gesagt, was das für ein Typ ist? Ich meine, was das für sie war? War das nur ein One-Night-Stand oder ist da mehr zwischen den beiden? Das will ich ja mal nicht hoffen, ne? Oh mein Gott, das fehlte mir noch. Glaubst du, ich sollte sie mal fragen? Nein. Ich würde das Thema eher runterkochen. Ich meine, wenn sie wirklich verliebt ist, kann sie eh nichts machen. Was redest du da die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Ich rede nur Quatsch. Tut mir leid, vergiss es. Leo? Ja, hier ist Sophie. Ich muss dich sehen. Okay. Wo? Tiger. Wo ist es? Lipowski Straße 30. 7:30. Ja, das schaffe ich. Bis gleich. Hi! Hi! Danke für gestern Abend und alles. Vielen Dank. Und? Was willst du jetzt machen? Ich gehe zu ihr und sage ihr, dass ich ein Idiot bin und dass es mir leid tut und dass ich ohne sie nicht leben will und mir dieser andere Typ egal ist, solange sie nicht ihren Eltern vorstellt. Dann viel Glück. Dir auch. Dein Freund ist zu beneiden. Was? Dein Freund ist zu beneiden. Mein Freund. Ach ja. Sophie? Sophie? Ja, komm gleich. Und? Gefällt's dir? Ja, schon. Leo, ich gehe mal davon aus, dass du dich genauso beschissen fühlst wie ich. Jeder würde sich beschissen fühlen. Genau, und deshalb glaube ich auch, dass wir diesen Zustand einfach beenden sollten. Über mich gesprochen? Es ging eigentlich hauptsächlich um Reisepläne. Verstehe. Was war das für ein Gefühl, als er plötzlich vor dir stand? Okay. Du bist immer noch wütend auf ihn. Hm? Entschuldige. Wir wollten ja eigentlich über die Hochzeit sprechen. Die Blumen mache selbstverständlich ich.
herzlich Dankeschön, dass Sie mir die Sachen nach 3 Monaten wirklich noch vorbeibringen. Ja, aber ich wollte die doch unbedingt meinem Freund noch zeigen. Sehen Sie nicht so oft Ihren Freund? Mensch, Erik. Hi, ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, ich schau mal rein. Mann, wir haben uns aber lange nicht gesehen. Ja, ist lang her. Achso, ja, ich geh dann mal. Und was machst du hier? Was willst du? Oh, vielleicht so ein paar schicke Secondhand-Klamotten. Bist du deswegen hier? Ja, warum? Ich habe nur Frauensachen. Ach so. Du willst nicht zufällig irgendwas über Sophie wissen. Wie geht's dir denn? Ihr habt euch doch mal getroffen, oder? Ja. Hat sie was gesagt? Nun, es war wohl etwas verkrampft. Stimmt. Die Sache ist ja damals ziemlich blöd auseinandergegangen. Und, willst du wissen, ob es ihr genauso leid tut wie dir? Hab ich gesagt. Klar. Weiter? Sophie? Ja? Ein Freund von mir hat einen Film gedreht über sein Heimatdorf. Und da ist jetzt eine echte Filmpremiere. Wow. Ist ja Wahnsinn. Eine echte Filmpremiere. Ja, und? Du willst, dass ich mit dir dahin gehe? Ist ja deine richtige Verabredung. Ja. Viel Spaß heute Abend. Bist du sauer, weil ich dich nicht zum Bahnhof bringe? Nein, überhaupt nicht. Soll ich dich wirklich nicht bringen? Quatsch, ich meine, wann kommst du schon mal auf eine Filmpremiere? Sophie? Ich wollte dir noch was sagen. Was denn? Ach. Schon okay. Pass auf dich auf in Flensburg. Tschüss. Tschüss. Guten Abend, Krapp hier. Ist das richtig, dass bei Ihnen heute Abend eine Filmpremiere ist? Ah ja, und danach ist sicher noch eine Party, richtig? Na, vielen Dank. Servus. Hallo. Schaust super aus. Danke. Was heißt denn hier nur Kino? Leo, das sind Filmleute, ja? Die schleppen alles ins Bett, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich muss nach Flensburg. Ja, bitte. Aber mach schnell. Ich glaube, wir sollten mal langsam nach Hause gehen. Du meinst zu dir? Nein, es geht nicht. Dann gehen wir zu mir. Sophie! Was machst du denn hier? Hab dich vorhin gar nicht gesehen. Wir sind auch noch nicht so lange da. Leo. Peter, wir arbeiten zusammen. Ah, hi. Pedro! Pedro! Glaubst du, Sie können mein Papageld da runterholen? Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Bitte. Pass mal auf, gute Frau, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Wenn Sie bei uns anrufen, damit wir Ihren Vogel da runterholen, dann müssen wir das bezahlen. Oh je. Yeah. Eben. Deswegen, nächste Mal. Dann sagen Sie, da sitzt uns so ein buntes Viech. Und wenn wir den dann runter haben, na ja, dann sind Sie bereit, den vielleicht ins Gehege zu nehmen. Halt klar? Ich kann auch einer Frau nicht einfach einen Freibrief ausstellen. Bei uns ist es was anderes, aber Frauen können mit sowas nicht umgehen. Komm. Sophie ist ja auch gar nicht der Typ dafür. Ach ja? Das scheint dich aber doch ganz schön zu beschäftigen. Das
beschäftige mich nicht. Ich wollte das nur mal loswerden, weil... Weil es mich beschäftigt. Hat sie es heute Morgen noch mal erwähnt? Keine Silbe, du. Das hat sie bestimmt schon wieder vergessen. Ich kann mir nicht helfen. Ich muss die ganze Zeit dran denken. Du willst das wirklich machen? Ich weiß nicht. Oder meinst du, ich sollte? Nein. Weißt du, wenn du Erik eine Chance geben willst, dann nicht mit so einem Quatsch. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen später nach Hause kommen. Wenn du meinst, dass das hilft. Komm. Komm, wir gehen heute Abend ein zusammen trinken. Dann lernst du mal Charlie kennen. Und? Wie war dein Wochenende? Geht so. Wieso geht so? Ist ja nicht nett, dein... Wie heißt er nochmal? Ingo. Ingo. Ja, schon nett. Aber weißt du, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann redet er und redet. Und immer nur von Ingo. Ein Wochenende mit Leo ist necker. Glaub's mir. Das glaube ich dir. Aber? Aber es haben schon so viele Frauen ein nettes Wochenende mit Leo gehabt. Ich bin nicht so, wie du denkst, Natascha. Wie kommst du nur darauf? Weil ich Augen habe. Eines Tages, Natascha, eines Tages wirst du einsehen, dass du mir Unrecht getan hast. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Ein bisschen Risiko ist immer dabei. Ciao, Leo. Ich muss arbeiten. Ciao. Weißt du, manchmal kann es schon reichen, wenn man für eine Woche nicht telefoniert und einfach alles vergisst. Hallo, ihr beiden. Hey, hallo. Gar nicht mit Erik unterwegs? Gar nicht mit Sirenen geheult durch die Stadt? Ja, und was machen wir jetzt? Ja, wir haben was zu besprechen. Schade. Tschüss. Ciao, Tina. Tschüss. Weißt du, bei mir und bei Ina gibt es so eine kindischen Spielchen nicht. Ja, was ist es dann, die große Liebe? Aber natürlich, was sonst? Tina, du kennst den Mann seit 3 Wochen. Ja und? Wenn es der Richtige ist, dann tschüss. Das war der Abend, an dem du mich nicht ins Kino bringen konntest. Jetzt weiß ich auch, warum. Jetzt weiß ich auch, warum Leo bei uns in der Wohnung war, als ich zurückgekommen bin. Meine Frau und mein bester Freund. Dir geht nicht. Abend. Grüß dich Gott. Ich bräuchte ein Zimmer. Für wie lang? Vielleicht länger. Unsere Gäste legen Wert auf Ruhe. Ich hoffe, Sie auch. Kein Problem.
Sagen Sie, wissen Sie, wo man hier um die Zeit noch etwas zu trinken bekommt? Oder ist das ein Problem für Sie? Nicht wirklich. Ich kann nicht anders. Ja, jetzt verschwinden Sie schon. Wir kommen auch ohne Sie zurecht. Liebe Hochzeitsgäste, wir haben uns heute hier versammelt, um die Vermählung von Leo Gruber und... Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ich habe Einwände gegen diese Ehe. Sie kommen ein bisschen spät. Lassen Sie mich ausreden. Ich habe Einwände. Die Braut und der Bräutigam gehören nicht zusammen. Die Braut gehört in Wirklichkeit zu mir. Und ich glaube, sie weiß das auch. Nur habe ich ihr das nicht gesagt in einem Augenblick, als ich es hätte sagen müssen. Ja, okay, es wird jetzt vielleicht nicht jeder verstehen, was ich damit meine, aber eigentlich geht es ja auch nur um die Braut und um mich. Sophie, das ist jetzt bestimmt der unpassendste Moment, um dir zu sagen, was ich dir sagen will. Und du fragst dich zu Recht, warum ich das nicht schon viel früher gesagt habe. Und warum ich jetzt hier stehe und mich vor all diesen Leuten zum Idioten mache. Und ob das so sein soll. Ja? Da unten steht. Na gut. Leo? Du bist aber nicht wirklich im Schrank, oder? Es erschien mir besser als unterm Bett. Komm schnell, er ist im Bad. Komm raus. Hey, Leo! Hi, Erik. Hey. Ich hab dich ja gar nicht klingeln hören. Hi. Ja, ich hab ja nicht gerade Sturm geläutet. Ich hab deinen Bock unten stehen sehen. Ja, ich war ein bisschen, ich hab noch was erledigt. Schön, dich zu sehen. Ja, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du da bist. Ich will nicht stören. Du störst doch nicht. Ist nett von euch, aber... Ich meine, es regnet draußen, ja? Bleib doch. Jetzt mach's doch nicht komplizierter, als es sowieso schon ist. Wir sehen uns eh morgen. Hm? Okay, mach's gut, Alter. Tschüss, Sophie. Tschüss, Leo. Thank you.
Kommst du? Gleich. Sophie? Na, willst du nicht reinkommen? Okay, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich hab dich so vermisst. Was ist denn los mit dir? Bist du still? Nee, ist alles okay. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Weißt du was? Ich koche heute Abend für uns. Ja? Wir haben aber gar nichts da, außerdem ist heute Sonntag. Regnet's noch? Nee, es hat aufgehört. Warum? Wirst schon sehen. Wo führst du mich denn hin? Lass dich überraschen. Oh nee, ihr redet nicht schon wieder. Dass wir beide miteinander. Leo, das kann ich nicht. Verstehe. Sicher? Ich will's ihm sagen. Was? Ja, es ist vielleicht besser. Das reicht. Eigentlich ist es Männersache. Hm. Scheiße. Hey, Leo, was machst du denn hier? Ich such Sophie. Ich dachte, sie ist hier. Sophie? Ja, Sophie. Hast du sie vielleicht gesehen? Sophie? Nein. Das heißt, nein. Ich glaube nicht. Also, bestimmt nicht. Aha, kann ich mich vielleicht setzen? Oder erwartest du jemand? Nö, bitte, setz dich. Es tut mir übrigens echt leid, dass ich dich letztens so angemacht habe. Also, dass du deinen Job nicht richtig gemacht hast. Wegen Sophie und so. Das ist schon okay. Doch, ich war echt undankbar. Also, hast du einmal auf meine Freundin... Ey, kein Problem. Nein, wirklich. Ich meine, du bist ja mein bester Freund. Lass gut sein. Vergessen. Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich hier mit dem Schwein trifft, der sich flachgelegt hat. Entschuldige, willst du ein? Nee, lass mal. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, wenn ich die beiden hier zusammen erwische. Was würdest denn du tun? Keine Ahnung. Wichtig ist nur, ob Sophie ihn liebt. Findest du nicht? Liebt? Bist du jetzt völlig bescheuert? Wenn der Richtige kommt, kann sowas schon mal vorkommen. Der Richtige? Hey, dass ich nicht lache! Was muss denn das für eine Obersau sein, der eine quasi verheiratete Frau gleich beim ersten Mal durchvögelt? Vielleicht war es für die Obersau viel, viel mehr. Was soll denn das jetzt heißen, hä? Vielleicht lieben sie sich. Was? Außerdem brauchst du hier nicht den Moralapostel spielen. Ich erinnere an Fasching, Melissa. Melissa, das war mal eine tolle Nacht, ja eine. Erik, ich wusste, dass du kommst. Hallo. Ich dachte, du wolltest Sophie treffen. Ja, das wollte ich auch und ich wollte mich bei ihr entschuldigen, aber wenn ich mir recht überlege, dann muss sie sich entschuldigen, und zwar bei mir. Ich soll mich entschuldigen? Bei dir? Du bist ja wohl nicht mehr ganz bei Trost. Du? Magst du mitkommen? Ich bin mit ein paar Freundinnen da. Ihr zwei, hä? Naja. Mit wem du dich triffst, ist sicher. Ich treffe mich nicht mit ihr.